Ey, schau dir mal, was habe ich getan? Ich habe umbenannt und jetzt auch richtige Name. Acht, Buja. Ja, so viel zu dem Thema. Genau, so, wir wollen aber hier erstmal weitermachen. Operation Dach. Die Frage ist halt, warte mal kurz. Die Frage ist halt, ob wir, wie gesagt, mit Dschungelholz machen oder ob wir nicht doch Dessert-Sand suchen. Also Dessert-Sandstein natürlich. Diesen Wüstensandstein. Desert-Igel. Weil, wie gesagt, rein farblich. Ein wunderschöner Tag. Ja, also farblich, ne, da sollte es sich eigentlich abheben mit dem Holz. Aber andererseits, ne, ich will es auch nicht hier auf Schnellpfusch machen und dann irgendwie so ein Holzdach haben, weil der sieht nachher doch scheiße aus. Und dann, wie sieht es denn hier aus mit der Umgebung? Haben wir vielleicht doch irgendwo eine richtige Wüste, wo wir hier auch mal roten Stein haben? Irgendwas macht denn hier der Enderman? Komm, jetzt mal hier 1 zu 1 Kampf frontal 21. Hallo, wie wär's mal hier mit an? Hä? Geht doch. Was ist mit dem los? Ich glaube, der hat zu viel gekifft. So, weil da hinten ist eine Wüste, aber das ist nur eine normale Wüste, ne? Also da haben wir schon mal kein Dessert-Sand. Also Wüstensand ist ja. Vor allem, ich sag immer Dessert, Alter. Das klingt wie dieses deutsche, ne? Dieses Dessert, also das, was nach dem Hauptgericht kommt, aber ist ja A, Englisch, also Desert, und B hat nichts anderes als ein Wort für, also das englische Wort für Wüste. Und trotzdem hat sich bei mir dieses Dessert so eingebrannt in meinem Gedächtnis, dass ich es immer als Dessert Sand bezeichne. Mein Heißhunger auf Sand ist grenzenlos. Ah, der kreist, jawohl, der geht doch, hallo. Aber die droppen alle nichts. Bei dem ersten haben wir wenigstens was bekommen gehabt, ne? Hier diese komische Perle da. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas droppt, aber so niedrig kann ja gar nicht sein, per Definition. Denn ist ein Kürbis. Da hinten ist was aus Sandstein. Aber wie gesagt, ist halt der normale Sandstein, ne? Nicht der Wüstensandstein, der ist hier leider nicht vorrätig. Oh, sieht schon geil aus. Oh, sieht schon richtig geil aus. Alter. Das da oben ist eine richtig kranke Textur. Das sieht aus wie so ein Gebilde, wie so ein Gebäude, wie so ein Building. Komme ich da? Ja, doch. Locker. So. Oh, guckt euch das an. Okay, das sieht geil aus. Ne, so sieht es langweilig aus. Aber wenn du hier so durchguckst, ne, so durch die Schneise, hier so richtig so mit Sand und dann dahinter, warte, ich komme noch ein bisschen weiter hoch. So hier. Also, so sieht es ja schon arschgeil aus, Alter. Nice. Dicey. Also hier geht es auch wieder so eine große, flache Höhle. Also die Höhlen hier, die wir hier haben, die kommen mir viel mehr. Wie mach du Kacke? Gott, aber die nicht verzagen, sondern lieber verzagen. Komm ich mal dich hier weg hier. Ja, danke. Wo denn? Wo ist denn die Spinne? So, was ist denn hier? Ein richtiger Teich. Ich glaub's ja nicht. Das ist süß. Das sieht ja mal süß aus. Ein richtiges Teichlein. Oh, wie geil ist das denn? Cool. Ne, sowas hier ist ja schon fast langweilig, aber das hier so eingebaut, hier so richtig schön mit Sandstein und dann hier so, ne, so richtig so, wie so ein kleiner richtiger Teich, der sieht ultra süß aus.
klopfe ich, ich klopfe jetzt hier näher her. Ach, nicht schon wieder, Ronny. Ja, hier natürlich wieder, ne, monumental, das ist so, das ist schon wieder hier so, ne, so, so eine Struktur, das ist so typisch mein Test. Das ist auch eins von den Sachen, die, glaube ich, mit mein Test Version, also mit der, mit Map Gen Version 7 weniger werden sollten, diese extremen Kluften hier. Aber ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, ich find's eigentlich geil. Aber ich hatte ja letztens, also vorvorige Folge oder so, keine Ahnung, ja auch angesprochen. Ich meine, die haben es ja umsonst, ne? Der V7 Map-Gen soll ja den V6 nicht ersetzen, sondern ergänzen. Sonst hätten sie den V6 Map-Gen ja auch entfernt. Haben sie aber nicht. Von daher kann jeder das nehmen, was ihm halt am liebsten gefällt. Also eins schwöre ich. Wenn ich, warum auch immer, irgendwann mal die Map von meinem Mindclone-Server zurücksetzen muss, also nicht möchten, weil möchten tue ich das nicht, definitiv nicht, aber wenn mal irgendwann mal etwas passiert, weswegen ich mich gezwungen fühle, das doch zurücksetzen zu müssen, dann würde ich auf jeden Fall die nächste Map. Was ist das denn hier? Achso, Sandsteig. Da hatte gerade schon, ich jetzt hier eine neue Sandart. Ja genau, dann würde ich auf jeden Fall den V6 Map Gen benutzen. Bei Mindtest nicht, aber bei Mindclone 2 auf jeden Fall. Da würde ich sowas von hart auf V6 gehen. Ich meine, es gibt auch ein paar Probleme, weil Wusi hat schon gesagt, der V6 Map Gen, weil ne, technisches Verständnis, normalerweise hat sagt der Map Gen immer, okay, ich generiere dir eine Welt und sage pro, jetzt weiß ich nicht, ob das pro Z, pro X und Z Koordinate oder pro X, Y und Z Koordinate, also quasi 2D oder 3D, auf jeden Fall mindestens für jeden, ne, für jede X und Z Koordinate gibt es quasi immer eine Wärmeangabe und eine Feuchtigkeitsangabe. So, und aus diesen beiden Werten kann dann halt das Spiel, also mein Test Game oder mein Clone 2, sagen, okay, in der und der Lage ist bitte schon das und das Biom mit den und den Eigenschaften. Das heißt, die Spiele sind relativ frei, können selbst Biome definieren und so weiter und so fort. Das gilt aber nur für diese Biom-Library. Und die wird nur in MapGen Version 5 und 7 unterstützt. Das heißt, der MapGen Version 6, das war damals, das ist halt historisch begründet, weil ne, ganz früher gab es den V5 MapGen, da hat man gesagt, da gab es sowas wie Biome noch gar nicht, ne, da war einfach alles gleich, da war entweder alles Wiese, also da wurde es, ich weiß nicht, ob es einfach zufallsgeneriert wurde oder was auch immer, auf jeden Fall gab es halt keine klassischen Biome, sondern da war halt alles gleich. Und dann hat man aber bei V6 gesagt, Mensch, wir wollen ein paar Biome haben. Und deswegen hat man dann bei V6 gesagt, okay, wir integrieren direkt im Spiel ein paar Biome. Zum Beispiel halt Wald oder Wüste oder auch Kies oder auch Dschungel und was es nicht alles gab. Und genau, die wurden aber quasi direkt in den Mapchen integriert. Heißt also, der Mapchen selbst hat gesagt, da ist jetzt das Biom, da ist jetzt das Biom. Und dann hat sich aber später herausgestellt, ja scheiße. Ist zwar schön und gut, ist aber überhaupt nicht flexibel. Weil wenn jetzt ein Subgame kommt wie Mindclone 2 und sagt, ich hätte gerne noch die und die und die Biome, dann sagt der MapGen, nee, kannst nicht mal kreuzweise, ich habe meine eigenen Biome. Was du sagst, interessiert mich einfach im feuchten Kuchen. Ja. Und dementsprechend hat man dann bei V7 gesagt, okay, wir streichen wieder das, dass der MapGen selber die Biome hat. Sondern wir lagern das aus in eine eigene Library und definieren quasi nur noch, wie gesagt, diese Konstanten mit Feuchtigkeit und Temperatur. Und über die Biome können sich die Spiele selber den Kopf zerbrechen. Oh. Hier ist Lava in der Nähe. Kann das sein?
Ja, Dartlava. Genau. Und weil halt, wie gesagt, jetzt das Spiel sich halt selbst darum kümmert, kann das Spiel halt auch selber beliebig viele Biome definieren. Aha, sagte ich doch, hier ist Lava. Und dementsprechend werden natürlich auch Spiele, die das nutzen, dieses Feature, so wie halt Mindclone 2, die können halt bei V7 sagen, okay, die und die Biome möchte ich haben in der Welt. Und bei V5, bei dem V5 Map-Gen, weil der halt damals absolut gar keine Biome gab, hat man es da auch gleich mit implementiert. Das heißt, bei V5, Scheiße, ich krieg das hier nicht weit genug weg. Ach komm, ich mach sie einfach zu. Tschüss. So, Lava weg. Genau. Und deswegen hat man halt quasi bei V5 und bei V7 können die Spiele entscheiden, welche Biome sie benutzen. Und bei V6 ist aber festgeschrieben. Und deswegen hat halt Wusi gesagt, oder hat halt schon angekündigt, okay, bei den V5 Map-Gen und den V7 Map-Gen, da gibt es halt alle Biome, die Mindclone hat. Und bei V6 Map-Gen gibt es halt nur die vordefinierten Biome, die halt bei weitem nicht alle Biome abdeckt, die Mindclone an sich unterstützt. Das heißt, die Landschaft hier, die wir jetzt gerade sehen, sieht zwar wunderschön aus, aber dafür werden wir zum Beispiel solche Sachen wie den Pilzbiom zum Beispiel, den gibt es glaube ich nicht. Und halt auch noch ein paar andere Biome, die es halt auch allesamt nicht gibt. Ja. Ich muss sogar was trinken. Habe ich mir zu viel erzählt hier? Jetzt muss man natürlich unterscheiden. Ich meine, klar. Um den Pilzbiom zum Beispiel trauere ich jetzt persönlich eher gar nicht, weil der Pilzbiom gefällt mir persönlich sowieso nicht. Aber ich weiß es halt selber nicht, ob es halt noch andere Biome gibt, die darunter auch fallen und die darunter auch betroffen sind. So. Und deswegen ist es halt so ein Pro und Contra. Wenn man eine schöne Landschaft haben möchte, nimmt man den V6 Map-Gen. Und wenn man alle Biome haben möchte, die es gibt, also quasi alle Features vom Mindclone haben möchte, die es gibt, dann braucht man halt leider doch den V7 Map-Gen oder den V5 Map-Gen. So. Das sieht ja auch echt geil aus. Alter, holy moly. Das hier ist echt. Oh, da hinten. Das ist schon mal. Da hinten ist eine Höhle. Das hier ist auch echt so eine scheiß geile Gegend. Wow. Wo ist eigentlich die Sonne? Hä? Achso, Sonne geht gerade unter. Wollte gerade sagen, die kann nicht erst aufgehen. Ja, das heißt, die Sonne geht unter und ist dabei auch schon ganz schön weit. Ach, fuck, Alter. Aber den Bereich hier, ne, den werden wir uns auf jeden Fall früher oder später nochmal angucken. Der sieht geil aus. Holy shit. Schön. Fuck. So, warum hält jetzt mein Rechner schon wieder auf hier? Unser Haus müsste in die Richtung irgendwo sein, oder? Ich hoffe es doch. Wenn nicht, wird blöd. Und es wird dunkel. Scheiß jemand an. Oh mein Gott. Oh. Genau, da war der kleine Teich. Genau, da war der Teich, wo ich gesagt habe, ist langfällig. Also ist da der kleine Teich. Aber dann müsste ich jetzt in die richtige Richtung laufen. In die richtige Richtung. So. Füße in die Hand und los geht's. Weil ich weiß nicht, aber im Wüstenbiom, da gibt es, glaube ich, vor allen Dingen extrem viele Skelette. Und wie gesagt, Skelette sind eins der Viecher, auf die ich am wenigsten Bock habe. Weil, ne? Aus meiner Sicht sind die Skelette definitiv die schwersten Gegner.
Weil die sind halt weit, also Fernkämpfer. Okay, so ein Creeper kann ich halt hart überraschen, aber ganz ehrlich, dann hast du halt selber Schuld, hast nicht aufgepasst. Punkt. Aus Ende. Da lasse ich mich nicht mit mir diskutieren. Spaß. Nee. Aber wie gesagt, gerade diese Skelette, A, sind halt Fernkämpfer. Und B, und das ist halt leider so ein kleiner Bug, können die teilweise auch durch Wände schießen. Das heißt, die können dich A, aus einer weiten Entfernung treffen und B, Wände bringen gar nichts. Und das ist scheiße. Und es ist dunkel. Oh mein Gott. Oh, schöner Sonnenuntergang, by the way. Wo geht's hier lang? Achso. Das war hier dieser Sandweg. Mein Bett, ich komme. Auf deinem Kleid. Nein, habe ich nicht gesagt. Oh, guckt euch das an. Da ist ja traumisch. Ah, da wächst sogar schon Gras drunter, Alter. Scheiß die Wand dann. Das ist traurig. So. Scheiße, wir wollten doch eigentlich das Dach bauen. Stimmt, ja, klar, genau. Und deswegen habe ich gerade geguckt, ob irgendwie Wüsten, also, ne? Wüstensandstein finden, haben wir aber nicht gefunden. Das heißt, wir werden das Dach doch erstmal aus Holz bauen. Na gut. Dann sei es so. Oh, ja. Das war wieder, weil, egal. Wir waren außerhalb des aktiven Bereichs, bevor er fertig war. Schade. So. Zuallererst nehmen wir mal ein bisschen Erde in die Hand und bauen uns hier mal ganz kurz hoch. Damit wir hier auch mal was machen können. So, genau, jetzt kommen wir hier rauf. Und jetzt können wir oben schön das Dschungelholz nehmen und damit ein wunderschönes Dach bauen. Hallo? Danke. So, dann würde ich mal sagen, ich pfeffer mal hier erstmal ein bisschen was rein. So. Sieht gut aus. Ne, das wird bei weitem nicht reichen. Also kurz, wir haben eine Grundfläche von 8, also 10 mal 12. 13. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13, 15, 17. Also 10 mal 20 ungefähr. Das heißt, wir brauchen 200 davon. Gott, brauchen wir viel. Oh Gott, ich glaube doch, da brauchen wir ja noch ein bisschen Holz. Scheiße, die wandern. Fick die Henne. Mach die Oma tot. Was? Ja, das reicht ja. Wunderbar weit. Also wir haben jetzt 100. Dann brauchen wir noch 40 weitere. Ja, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen was. Das reicht ja voll weit. Okay. Sorry, da musst du leider noch mal sterben. Kann ich leider nicht viel. Wir brauchen leider noch ein bisschen Holz. By the way, dann brauche ich auch gleich mal noch eine neue Hacke. Und dann nehmen wir uns am besten gleich mal eine Eisenspitzhacke. Sobald die hier kaputt ist. 1, 2. 1, 2, 3. Genau. Dankeschön. Habe ich gerade Spitzhacke gesagt? Also ich meine natürlich eine Axt. Eisenaxt. Wisst ihr garantiert auch schon, ne? So, dann hoffen wir mal, dass der nächste Baum wirklich mal ein großer Baum wird. Weil das ist ja hier eher traurig, das ist ja. Ich weiß nicht. Ist ja nicht so die feine Art hier, ne? Mein lieber Freund hier. Herr von Zyklase. Ach ja, ein bisschen zugucken, wie der Baum fällt. Ach, das ist schön.
Irgendwie witzig, wenn echte Bäume auch so langsam fallen würden, dass man zugucken kann. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Bäume fallen so, dass man zugucken kann. Aber ich meine jetzt wirklich, dass der Baum halt nicht so fällt wie Achtung, Baum fällt. Sondern halt wirklich so Zeitlupe. Dass man da quasi noch während der Baum fällt und noch ein Feriencamp aufbauen kann, Urlaub machen kann und das Feriencamp auch wieder abbauen kann. Und das dann, ne? Also, der wird ja so Zeitskala, so ungefähr. Also, dass quasi ein Baum zum Fällen länger braucht als der BER. Zum Beispiel. Nein, das ist physikalisch nicht möglich. Ach ja, BER. Schön. Deutschland, Berlin, keine Ahnung, ist egal, ist echt das einzige Land, das es schafft, dass Bauten so unendlich lange dauern, dass darauf zu warten langweilig wird. Ne, ich meine, so, das wurde irgendwie 2011 oder 2014 begonnen. Ne, doch 2011, 2014 soll es fertig sein. So rum war es, genau. Ne, wird irgendwie 2014 fertig sein und dann hieß es, war Verspätung, alle regen sich auf. Wieder Verspätung, alle regen sich auf. Wieder Verspätung, keiner hat mehr Bock, aber trotzdem regen sich alle auf. Wieder Verspätung, alle regen sich auf. Und dann fängt es irgendwie so an mit wieder Verspätung, ja, was auch sonst. Wieder Verspätung, okay, wir wissen's. Wieder Verspätung, weißt du, weg uns, wenn du fertig bist. Wieder Verspätung, was? Und mittlerweile ist es halt so, BER interessiert ungefähr genauso viel, wie wenn in China unser Kreis umfällt. Das ist so traurig einfach. Aber naja, Deutschland. Das Land der Innovation und der Wissenschaft. Mhm. Internet ist Neuland. Mehr sage ich dazu nicht. So, jetzt haben wir eine wunderschöne neue Stahlaxt. Haben wir sogar schon eingeweiht. Mit Eingeweiden. Okay. Das heißt, mal gucken, ob das jetzt hier reicht von der Menge her. Wir brauchen noch, wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch viermal Holz. Achtmal, meint doch. So. Da, da, da. Da, da, da. Und das könnte dann sogar schon reichen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier noch ein bisschen was für das Grundgerüst. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Holz für Holz halt. Ja. Du kommst nach da, du kommst nach da. Und auf los geht's los. So, das heißt zuallererst ziehen wir hier so einen schönen Ast lang. Ich würde mal sagen, so. Ja, komm. Oh, komm. Was? Achso. Perfekt. Jetzt auf der anderen Seite. Jetzt auf der anderen Seite nochmal genau das gleiche. Will mein Hund schon wieder. So. Da einmal er. Nein! Aber. Ja. Schleichen mit ohne Umschalttaste tut weh, hab ich gehört. So, mal hier. Sehe ich, wieder ein bisschen runtergehen hier. Ist ja schlimm, ist das ja. So, jetzt aber schleichen und jetzt. Easy. So, machen wir hier auch noch einen Balken hin, so ein schöner Querbalken vielleicht. Ach, siehst du, scheiße, wir haben falsch Holz genommen. Mädel, verpiss dich, das ist mein Glas. Wir wollten ja das normale Holz verwenden, das da, für Holz. Das heißt, von dir brauche ich Holz. Du musst dahin. So. Okay, das heißt, ich mach mal doch so, dass ich hier... So.
Und hab gehört, heute Abend gibt's kalten Hund. So, perfekt. Was kann ich jetzt mal auf die Ach, Ronny, was ist los mit dir? Alter, geh mal zur Schule, ey. Scheiße, warte, denn jetzt komm ich da nicht mehr rauf. Och Mann, warum immer auf die Dummen? Scheiße, Mann, da. Ja, damit. Danke. So. Na komm. Ja, komm, leg mich doch mal Arsch, ja, fick. Arsch. So. Doch kriegst du ja, da kriegst du ja die Motten, kriegst du da. Ja, ist denn hier los? Perfekt. So, jetzt wieder Holz. Sonne kommt schon wieder raus. Schon wieder so hell hier. Aber wunderbar. Wunderbar. So, jetzt kommt das mit dem... Ach, siehst du, wir brauchen noch ein Placement-Tool. Ah, siehst du? Habe ich vollkommen vergessen. Wir haben keine Kisten mehr. Ach stimmt, wir hatten ja nur 4 davon und die haben wir ja bereits in Betrieb. wir haben hier sogar noch Eichenholz. Schau mal, na guck. Gut, Kisten. Wir brauchen Kisten und einen Stab. Danke. So. Kisten. La 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 la. So, tada, danke schön, her damit. So, so, bam, 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 bam. Perfekt. Was hat das gerade? So. Dann würde ich mal sorgen. So. Und kopieren. Und einfügen. Und einfügen. Und einfügen. Und einfügen, einfügen, einfügen und einfügen. Jawohl, achso, hier unten muss ja auch noch. Und einfügen. Jawohl, das ist ja ein Träumchen. Aber nicht runterfallen. Scheiß die Wand an. So. Na, na, na. Na, na, na. Easy. Hab gehört, das kriegen wir heute noch fertig. Hallo, Rechner, was ist mit dir? Hast du Fieber? Brauchst du einen Arzt? Mal gucken, vielleicht können wir es auch sogar fertig, bevor es dunkel wird. Für die Sonne? Oh ne, die Sonne ist schon am Untergehen. Eine Wette, die ich gerne annehme. Ach, komm jetzt ernsthaft. Weg mit dir. So, da. Ups. Oh, einmal Kakao ist sogar schon fertig. Schau mal, guck. So. Jawohl, Seite Nummer 1. Geschafft. Jetzt kommt Seite Nummer 2. Würde ich da drankommen? Nee, komme ich nicht mehr hoch. Na gut, lassen wir das mal. Du bitte einmal so, Dankeschön. Und jetzt das ganze Spielchen nochmal. Ja komm, ich sag mal, wird noch fertig und dann haben wir es doch geschafft. Dann haben wir es doch fertig. So, du da. Ja. Nein. Oh Gott, Alter, das darf doch nicht wahr sein. Manchmal, ja. Hab ich.
Manchmal, ja, habe ich einen gewissen Wunsch. Ein Wunsch der persönlichen Natur. Sorte. Was zum Kuckuckskran ist das hier für ein Dreck? Scheiß Schwerkraft. So, jetzt aber hier. Einmal da, einmal da. Geht doch. So. Hallo, danke. So, haben wir das nicht mal hinter uns? Ah, nein, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und komm, 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 komm. 1, 2, 3 und 4. So. 1, 2, 3, Scheiße. 4. 1, 2, 3, 4. Nein, nein, du sollst da, bitte, bitte geh nicht weg. Oh Gott, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel. Holy shit. Holy shit. Die Sonne geht unter. Wir schaffen das. Wir sind doch Weltmeister, sind wir doch. Ach komm jetzt, ernsthaft. Das ist dein Ernst? Das ist das, was du mir sagen möchtest, ja? Ernsthaft? Ich hasse dich. So, komm. Noch drei Dinger hier. Ja, drei Dinger. Da noch drei Dinger. Oh, und wir haben es geschafft. Ja, la easy. Dich, ah! Genickbruch. So, das Einzige, was noch fehlen würde, wären hier noch so kleine Sichtfenster vielleicht. Andererseits. Nee, komm, lass ich das mal. Was wir aber noch machen können, tatsächlich, das wäre vielleicht eine ganz. Ey, das wäre eine richtig geile Idee. Oh, leck mich am Arsch. Okay. Haben wir mal eine Schippe? Ja. So, was mir nämlich gerade noch als Idee eingefallen ist, ist, wir könnten ja auch hier, bam, nee, dann machen wir am besten doch Slabs hin, damit es eine Art Einheitlichkeit hat. Aber das ist gerade zu viel, ich habe keine Ahnung. So. Okay, dann müssen wir jetzt halt überlegen, wie ich das jetzt weitermache. Also, versteht ihr, was ich meine, ne? Hier so quasi so als doppelten Boden. Dass quasi hier komplett offen ist, wir dann hier noch so eine kleine, weiß nicht, Leiter oder Treppe raufnehmen und man dann da oben noch so eine kleine Schlafetage oder Gerümpeletage, wo ich schlafe, ist ja eher hier unten, ne? Aber können wir zum Beispiel das Bett hier unten rausnehmen, das Bett nach da oben verfrachten und hier unten so eine Küche machen und dann haben wir da oben noch so kleine Schlaf, ne? Nische. Das ist doch geil, Alter. Wow, dass mir die Idee nicht schon vorher gekommen ist. Schön, so ist geil. Na gut. Dann würde ich mal sagen, bis morgen und dann sehen wir uns morgen mit den Vorstellungen, Träumen und Wünschen wieder. In dahin, in dahin. In dem Sinne, bis dahin. So rum.